Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir sind jetzt hier im Dunkeln, deshalb machen wir jetzt gleich mal Licht. Und da ist auch gleich ein Enderman. Ich habe gehört, man sollte nicht in die Augen schauen, aber ich riskiere es jetzt. Das sieht mich nicht. Schlage ich ihn halt. Was macht er jetzt? Mich töten? Nein. Muss ich halt mit einer Axt auf ihn gehen? Gut, stopp. Bevor es zu spät wird. Ja. Wie ich es geahnt habe. Gut, es war zu spät. Und ich sehe nichts. Okay, wenn ich meine Bildhelligkeit so niedrig habe, ist es logisch. Für die Leute, die es gerade nicht gesehen haben, ich habe jetzt gerade einen Enderman angetippt und der ist ein Ausdacht. Und jetzt muss ich kurz meiner Mutter was sagen. Okay! Gut, das war ein Okay an meine Mutter. Okay, Mama. Gut, und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich bin, was ich machen soll. Und daher gehe ich einfach weiter auf Entdeckungstour. Eventuell finde ich ja mein altes Haus wieder. Und mein Pool. Was nicht so ganz schade ist, wenn ich das verliere. Oder ich baue ein neues Haus mit einem coolen Pool. Ja, da. Das ist eine gute Welt. Oh, da haben wir sogar was. Wasser. Mache ich gleich so. Und ja, wir können schon schwimmen gehen. Wir haben unser eigenes Pool. Yeah. Okay. Dun. Oh, das schaut ganz gut aus. Wir haben da Lava. Ein heißes Ei. Ja, das ist aber nicht sehr nett. Das ist nicht gut. Also ich wollte sagen, ein heißes Bad nehmen. Oder weil wollte ich irgendwas. Wollte ich so machen. Ein heißes Bad nehmen. Aber man hat vor lauter Flammen nichts mehr gesehen. Naja. Tun wir mal als erstes wieder einen Baum fällen. Dann beginnen wieder von vorne. Und dann sollte ich endlich mal ein Schaf finden. Oder Eisen. Oder sonst was. Gut. Jetzt haben wir Holz. Jetzt machen wir uns eine schöne neue Kiste. Diese Kiste stellen wir dann. Hierher. Perfekt. Machen wir Bretter. Machen wir das. Und jetzt machen wir nochmal Bretter. Und jetzt machen wir das. Yeah. Und jetzt müssen wir den Baum weiterfällen. Gott. Ups. Gerettet von, keine Ahnung, was das ist. Von einer keine Ahnung. Und ich bin dumm. Ihr konntet das ja alles überhaupt nicht sehen, denn ich hatte Multitask vergessen anzuschalten. Ach, hab ich umsonst alles verloren. Boah, Passiv Touch. So, also Passiv Touch, der da unten, der muss immer angeschaltet sein. Sonst sieht man das nicht. So, jetzt habt ihr wieder da. Und da fällt ich gerade bei einem schönen Baum. Und ich wurde gerade von dieser Liane oder sowas gerettet. Weil ich sonst so runtergeflogen wäre. Aber ja. Nicht so wichtig. Wir können ein Baumhaus mal machen. Irgendwie. Wo man dann mit Eva einer Linale raufkommt. Mit einer Dingsbumstier raufkommt. Toll. Hat man gar nicht gesehen. Naja.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Und ja, tut mir leid für diese, keine Ahnung, wie lange das war, ein paar Minuten, dass ihr es jetzt nicht sehen konntet. Ich bin auch ein Mensch, ich mache Fehler, ich mache sehr viele Fehler, aber ich weiß es jetzt. Und deswegen wird es nicht mehr so schnell diese Fehler gemacht. Und ja. Eventuell mache ich demnächst wieder so einen Fehler, aber anderen Fehler. Ein Fehler? Nein, das kann doch nicht sein. Also, ein Gegenstand schwebt in der Luft. Wie kann das sein? Naja, das ist Minecraft. Na, wenigstens wenn die Lina-Dingsebums die kaputt. Aber ihr könnt es mir ja mal. Wir tun jetzt was ausprobieren. Wir tun jetzt was aus. Gut, so werden die kaputt. Gut. Und wenn man jetzt. Ja, ich habe jetzt keine Schaufel oder sonstiges, aber ja. Vielleicht werden wir eines Tages rausfinden, wie man die Heil wiederbekommt. Gut. Jetzt haben wir mal Holz, jetzt haben wir mal 34 Holz und 3 Blöcke. Und jetzt habe ich einen Timer gestellt. Jetzt werdet ihr wieder mal einen schwarzen Bildschirm da bekommen, denn ich mache das dann so gut. Wir nehmen schon 6 Minuten auf. Ja, mein Kopf muss wieder. Jetzt tue ich mal noch schnell meinen Timer wieder setzen, damit ich nicht nochmal reinschauen muss. Und das ist wirklich eine Chaos-Folge, wo lauter Blödsinn gezeigt wird. Und dafür tut es mir schrecklich leid. Ach. Gut. Also, ich will gerne da hinten bauen. Das ist gleich am Spawnpunkt. Falls ich sterbe, dann bin ich da gleich in der Nähe. Und alles ist dann flotti Karotti. Ein Wald ist in der Nähe. Warte mal, war nicht ein Wald auch? Na, da hinten ist Zuckerrohr. Den hätte ich mitgenommen. Könnte ich schwören, den hätte ich mitgenommen. Hätte ich mitgenommen. Schon irgendwie. Naja. Gehen wir mal zu unserem Wasser. Wie wäre es, wenn wir ein Unterwasserhaus irgendwie bauen? Wird sicherlich sehr schwer werden. In der Kreativwelt, ja. Aber in der Server, nicht so wirklich. Okay. Lol. Gut. Das ist ein Baumstamm, den nehmen wir gleich mit. Wenn das gleich so präsentiert wird. So wenigstens keine Bäume kaputt machen, also fällen. Huhn. Wenn das Huhn auch so ganz über den Weg kommt, dann tun wir es doch gleich in die Höhle schubsen. Yeah. Komm schon, ab in die Höhle. Yeah, ab in die Höhle. Ja, perfekter Weg. Also ab in die Höhle, ab in die Höhle, ab in die Höhle, ab in die Höhle. Na gut, gehe ich halt in die Höhle. Bam! Schon sehr dunkel. Ich würde Angst haben. Wow! Aber wir haben da ja Kohle gleich. Kohle, 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 Kohle. Und man braucht Stein dazu. Okay, ich baue es gerade mit einer Axt ab. Bin so schlau. Ja, ich bin so ganz schlau. Gut, jetzt tun wir auch dann gleich Stein mit abbauen. Aber, so, jetzt haben wir mal ein paar Fackeln. Und jetzt nehmen wir da so Kiste. Dump. Machen wir Fackeln, damit man was sieht. Und dann machen wir mal so. Ja, yeah, Leute, ihr seht wieder was. Gratulation. So.
So, jetzt haben wir mal Kohle, schöne, schöne Kohle. Jetzt können wir da ganz viele Fackeln machen. Und ja, oh, da haben wir noch Kohle. Und durch diese Kohle könnt ihr und ich was sehen. So. So, ihr seht ja wiederum nichts mehr. Denn wir brauchen ja die Fackeln und wir tun jetzt ja Fackeln sparen. Und jump. Ich würde es schaffen. Und jump. Perfekt. Cool. Oh, das geht so hinab. Gut, da kommen wir eh wieder retour wahrscheinlich. Naja, aber wir haben da schon mal Eisen gefunden und wir brauchen jetzt nur noch den Weg nach vor. Zu unseren, ah, da ist auch Eisen, zu unseren heißbegehrenden Ding. Ja, und dann noch so etwas. Ja. Dann karte wir wieder rein. Nicke, 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 nervt. Man karte wieder rein, man karte direkt rein. Man karte noch sich gleich wieder aufs Bett, aber ich bin schnell. Muhahaha. Nee, man karte kann eh auch auf aufs Bett, gell? Ja. Bin nämlich in meinem Bett. So kuschelig, angenehm, wenn man am iPad Let's Playt. Woanders kann ich auch nicht Let's Playen. Eventuell kann ich mal einen Computer mit Let's Playen, der wirklich funktioniert. Aber ja, nur keine Ahnung. Gut, jetzt da wir auch Eisen gefunden haben, geht das ganz gut. So. Ich hatte irgendwo Eisen. Da, genau. Eisen, Eisen, immer wieder Eisen, 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 Eisen. So, Stein brauche ich ja sowieso. Brauche ich mal ein bisschen so. Gut. Und da müssen wir jetzt auch durch. Ja, immer schlau. Gut, wir haben noch eine Fackel und die setzen wir da unten hin. Gut. Gut, die setzen wir jetzt wieder weg. Kommt dann dein Erdblock, wenn du mit so raufjumpen, rennen wir nochmal zu unserer Werkbench und dann tun wir noch ganz viele Fackeln bauen. Fackeln, Fackeln, immer diese Fackeln, immer, immer Fackeln, Fackeln, immer, immer Fackeln. Fackeln sind notwendig, denn mit Fackeln kann man alles beleuchten und hätte man keine Fackeln, dann würde man nichts sehen. Also immer Fackeln mitnehmen. Ich bin gefangen, sozusagen. Gut. Eine Höhle nach der anderen. Oh, wir haben Eisen gefunden. Kohle gefunden. Bauen wir gleich wieder ab, damit wir noch mehr sehen können. Dann noch mehr Fackeln aufbauen. Nein, nein, nein. Ich weiß nie, was da oben gerade ist. Und da ist gerade ein Sandblock. Gut. So, das war jetzt auch schon dieser Teil dieser Höhle. Gehen wir zu diesem Teil der Höhle. Oh, und da haben wir gleich einen Schatz gefunden. Und der heißt Eisen. Gut. Und noch mehr. Und da haben wir wieder Kohle. Eine richtige Schatzkiste.
Dann hat er ja wirklich viel gemacht, auch wenn ihr am Anfang nichts gesehen habt. Und rausschneiden möchte ich das nicht, weil das zeigt schon wieder, was passiert ist und warum wir jetzt nicht mehr da sind, wo wir aufgehört haben. Ja. Und außerdem hat er jetzt einen sehr lustigen Teil mit einem Enderman, was ihr nicht gesehen habt. Also ich bin zuerst zum Enderman hingegangen, habe ihn angeschaut. Und dann ist nichts passiert. Dann habe ich ihn mal angetupft. Ist wieder nichts passiert. Habe ich ihn nochmal angetupft. Wollte er mich töten. Habe gedacht, oh nein, bevor er mich tötet, drehe ich doch schnell die Monster ab. Was war? Da habe ich trotzdem getötet. Ja. Das heißt, Peace hatte niemals einen Enderman. Oder generell irgendwie. Also diese Höhle, die ist wirklich lang und groß. Und die hat auch sehr viel Beute zu bieten. Ups. Na, sowas ist mir noch nie passiert. Meinem ganzen Leben. Gut, jetzt sind wir wieder da oben. Und das ist auch nicht so wirklich ein großer Unterschied, denn wir wären eh da rausgekommen und wären darüber gejumpt. Und da ist ja noch eine Fackel von uns, das ist halt schon ein Weg, den wir da eingeschlagen haben. Und dann haben wir da wieder Eisen. Wie viel Eisen haben wir schon? Wir haben schon 20. Können wir dann vielleicht sogar eine Eisenrüstung machen, damit wir nicht so wirklich den Endermans ausgeliefert sind? Und das Wasser habe ich ja gar nicht bemerkt. Wann kam gerade das Wasser hierher? Mysteriös. Sehr mysteriös. Äußerst mysteriös. Gut, das tun wir dann da noch. Nee, da brauchen wir keine Fackel. Und jetzt haben wir dann da noch den einen Weg. So. Bump. Okay, da ist eh nichts mehr. Ah, da geht's weiter. Und da oben geht's wieder rauf. Sehr, sehr zweigt diese Höhle. Wir haben auch nur noch eine Fackel. Nur noch eine einzige Fackel. Wie sollen wir das dann überleben? So. Da geht's weiter, da hinten. Da wollen wir gleich mal sowas machen. Dort, dort. Dort, dort. Das ist eine Fackel, die nehmen wir jetzt mit. Beziehungsweise wir bauen jetzt noch eine Workbench. Für einen Bauern. Danke. Die stellen wir jetzt als nächstes darunter. Und jetzt tun wir wieder Fackeln bauen. Wir haben noch genug Dingste Bumsti. Also ist er nicht. Gut. Genug. Wir haben jetzt 64 Fackeln. Sollten reichen. Und da haben wir schon wieder genug. Schon wieder. Dingsdibumsdi. So. Also Kohle. Kein Dingsdibumsdi. Und wir gehen da gleich rauf. Da haben wir noch mehr Kohle. Tue ich doch gleich beleuchten. Ja, damit man es sieht. Ich habe viel Kohle in dieser Höhle. Und viel Eisen. Haben wir ja wirklich eine Schatzkiste gefunden.
Gut, dass ich die Kohle übrigens abbaue, sonst hätten wir jetzt dieses Eisen da nicht gefunden. Es lohnt sich immer alles abzubauen. Und Kohle brauchen wir wirklich, damit wir immer so viele Fackeln haben. Damit ich was sehe und damit ihr was seht, damit ihr was seht und damit ich was sehe, damit jeder was sieht. Ja. Sie ist ja auch schon wieder kaputt. Gut. Mit der geht es eh besser. Und vor allem schneller. Gut. Aus der Richtung kommen wir gerade. Und da geht es auch noch weiter. Aber da oben ist, glaube ich, nichts. Nee. Wie jetzt können wir auch ganz Fackeln verschwenderisch sein. Gut. Ja, gut. Das bringt die Höhle zum Einstürzen. Ja. Yeah. Ja, yeah, ich habe so Höhle zum Einstürzen gebracht. Nee, ich habe nur einen Teil runtergestoßen. Runtergebracht. Gut, das war mal dieser Weg. Jetzt gibt noch diesen Weg da. Und da teilt sich auch wieder in zwei. Und der zweite teilt sich auch wieder in zwei. Gut. Ja. Man fällt immer auf die leichtesten Wege ran. Oh. Da ist ja gar nichts. Ja. Doch, da ist was. Gut, jetzt sind wir auch da unten. Ah, Eisen. Jetzt haben wir schon 37 Eisen. Die habe ich eh da unten in der Liste schon gesehen. Ah, da ist ein Loch. Ja. Kurz mal aufleuchten. Kein weiterer Weg. Gut. Haben wir dann noch einen dunklen Teil. Oh, und der teilt sich schon wieder. Gut. Da haben wir mal wieder Kohle. Die bauen wir mal wieder ab. Kohle kann man immer gebrauchen. Kohle ist wichtig. Ja, das ist ein Kohlenrohstoff, der nach wächst. Kohlenrohstoff, was? Gut. Davon gibt's viel in dieser Höhle. Ja. Gut, jetzt gehen wir die mal daher. Schon wieder Kohle. Schon wieder Kohle. Gut, es ist keine Kohle mehr. Das war's. Gut. Damit da noch Kohle. Damit da noch Kohle. Da haben wir noch genug Kohle.
Ich habe auch genug Kohle für die ganzen Fackeln. Jetzt dürfen wir nur noch nicht an Holzmangel leiden. Gut. Ja. Und das war es auch schon wieder. Wir haben jetzt schon über... Ups. Runterklopft. Wir haben jetzt schon genug gemacht. Also sage ich jetzt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt Minecraft mit mir, Julia. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder weiß wann ihr es anschaut. Und ja, ich hoffe, man hört sich. Also ich sehe euch ja leider nicht und ihr seht mich auch nicht. Also ich hoffe, man hört sich in einer anderen Folge oder in einem anderen Video. Ich tue auch Clash of Clans Let's Playen und ab und zu auch andere Spiele. Und da ist eine Höhle, die haben wir noch nicht entdeckt. Reingelegt. Reingefallen. Gut. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich tue auch andere Sachen. Let's Playen. Flappy Bird, Crossroad. Also von Flappy Bird habe ich eine Sache gemacht. Und von Crossroad habe ich auch nur eine gemacht. Gut, sind wir dann noch weiter. Und da bleibe ich einfach da stehen. Bis zur nächsten Folge.